Herzlich willkommen zum Podcast des Caritas Klinikum Saarbrücken. Heute in der Rubrik Palliativmedizin. Folge 7. Der Konsildienst des Caritas Klinikum Saarbrücken. Mein Name ist Kira Geis und ich freue mich, dass Sie zuhören. So, dann schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, am besten fangen wir mit einer Vorstellung kurz an, wer ihr seid und wie lange ihr überhaupt hier auf der Palliativstation seid schon. Okay, dann starte ich mal. Mein Name ist Yvonne Johann. Ich bin Ärztin im Palliativdienst und bin seit 2019 insgesamt in der Palliativklinik tätig und seit ja eigentlich einem Jahr im Palliativdienst. Und vorher war ich in der Anästhesie. Ich bin also eigentlich Anästhesistin. Mein Name ist Judith Reckenwald. Ich bin seit 20 Jahren hier in der Caritas-Klinik beschäftigt. War zwischenzeitlich auf mehreren Stationen tätig. Angefangen auf der Palliativstation habe ich vor 17 Jahren. War dann eine Zeit lang auf der Palliativstation, habe dann gewechselt 5 Jahre auf die Schmerzklinik und danach wieder zurück auf die Palliativstation. Und dann seit 2018 bin ich im Palliativdienst tätig. Gut. Zu Beginn würde ich sagen, sollten wir vielleicht die Frage klären, was ist der Konsildienst überhaupt? Der palliative Konsildienst betreut Patienten auf anderen Stationen. Mhm. Also wir reagieren auf Zuruf von der fachführenden Abteilung, betreuen dort schwerstkranke Tumorpatienten. Mhm. Meistens Tumorpatienten sind aber auch viele neurologische oder internistische Patienten. Ja, also der Palliativdienst, wie bereits gesagt, betreut schwerstkranke Patienten. Sehr häufig sind es Tumorpatienten, aber auch internistische Patienten mit Herzerkrankungen, mit Lungenerkrankungen, neurologische Patienten und in der Regel sind es Patienten, die Symptome aufweisen. Das kann Luftnot sein, das kann Übelkeit erbrechend sein oder Schmerzen. Ganz viele, gerade auch Tumorpatienten, leiden halt unter sehr starken mhm. Schmerzen. Und betreuen die Patienten in Rücksprache und in Zusammenarbeit mit der fallführenden Abteilung und versuchen, die Symptome zu lindern und geben auch Hilfestellung, Beratung, das ist ganz wichtig, okay. Beratung für die häusliche Umgebung zum Beispiel, helfen bei der Entlassung und geben da Unterstützung sowohl an die Patienten als auch natürlich an die Mitarbeiter, an die fallführende Abteilung. Mhm. Gibt es da irgendwie jetzt bestimmte Stationen, die jetzt dann, also die Sie häufiger anlaufen, oder ist das jetzt irgendwie komplett durchgemischt an allen Stationen? Eigentlich gibt es so Stationen oder vielmehr Abteilungen, mit denen wir sehr häufig zu tun haben. Das sind schon die Stationen, die viele Tumorpatienten haben und Patientinnen. Das wäre halt zum Beispiel die Onkologie, genauso aber die Pulmologie und die Gynäkologie. Da haben wir sehr viele, betreuen wir sehr viele Patientinnen. Und wir betreuen auch viele Patientinnen und Patienten auf der HNO, also Patienten okay. mit Tumoren im Hals-Kopf-Bereich. Genau. Und strebt man bei euren Patienten eine Verlegung auf die Palliativstation an oder eher nicht? Also in der Behandlung ist es oft so, dass im Verlauf durchaus eine Verlegung auf die Palliativstation angestrebt ist. Okay. Also einfach zur Schmerzeinstellung, zum Klären, wie geht es weiter, stabilisiert der Patient sich, wie ist die weitere Versorgung, das alles kann in Ruhe hier auf der Station geklärt werden und der Patient wird nur gut symptomkontrolliert auch entlassen. Okay. Ja. Und was gehört so insgesamt zum ganzen Aufgabenbereich? Also wie sieht der Alltag aus von Ihnen? Also meistens ist es so, wir kommen, schauen uns im Computer an, welche neue Konsile es gibt, mhm. was bei den Patienten, die wir kontinuierlich dann auch weiter betreuen, ob es was Neues gibt, ob sich irgendwas geändert hat. Dann ist es so, dann machen wir eine Übergabe, auch mit dem Sozialdienst, damit der Patient halt nochmal genau beleuchtet wird, sage ich jetzt mal, um zu sehen, wo braucht man noch was, mhm. welche Ressourcen gibt es, sind alle Hilfsmittel da, auch für eine bevorstehende Entlassung, okay. sowas. Oder wie geht es dem Patient jetzt? Hat das Medikament, das wir empfohlen haben, gewirkt? Da gehen wir dann zusammen zum Patient hin, schauen uns das nochmal an, reden viel,
Dann Angehörigengespräche spielen eine große Rolle, weil oft sind die ja ganz anders belastet als der Patient selbst. Da versuchen wir einfach eine Stütze zu sein und auch anzuleiten, was geht und wie man das macht. Auch speziell im ambulanten Bereich gibt es ja auch viele Hilfsmöglichkeiten, die nochmal aufzeigen, besprechen, Kontakte herstellen, sowas. Genau, ja. Und sonst. Was wir halt auch natürlich machen, sind halt, wenn wir so eine Erstvorstellung machen, also wenn wir den Patienten uns zuerst das erste Mal kennenlernen, machen wir ein sehr ausführliches Gespräch. Also okay. Es geht nicht nur um die Symptome, die fragen wir natürlich ab. Und dann geht es uns aber auch immer um die Familienkonstellation, um herauszufinden, wie gut ist der Patient zu Hause versorgt, hat er ein soziales Netz, was ihn auffängt. Und dann spielen auch die Ressourcen, wie eben schon gesagt, eine große Rolle. Also das können Reisen sein, die Patienten früher getätigt haben. Das sind Familie, die Enkelkinder bei älteren Patienten spielen oft eine Rolle. Manche sagen, oh, ich backe leidenschaftlich gerne. Und damit kommt man dann auch immer ins Gespräch und hat so einen guten Anknüpfungspunkt auch für die nächsten Gespräche. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Und genau, also wir machen uns eigentlich immer ein Gesamtbild vom Patienten hinsichtlich der medizinischen Dinge, der psychischen Belastung und auch der sozialen Komponente. Das ist immer sehr wichtig. Ne? Und im Nachgang ist es so, dass wir dann auch einmal in der Woche eine multiprofessionelle Teambesprechung haben. Da sitzt dann auch der Sozialdienst, mit dem wir uns ja jeden Tag treffen, sitzt dabei. Aber auch die Seelsorger hier aus dem Haus, die Onkolotsen, die uns oft unterstützen, oder die Ernährungsberaterin ist dabei, wo man dann sagt, mit dem Seelsorger zum Beispiel Rücksprache hält, vielleicht ist das ein Patient, wo ihr nochmal hingehen könnt, um zu unterstützen. Also es ist so ein Gesamtbild, was wir uns versuchen, von dem Patienten zu machen. Genau. Was halt auch eine große Rolle spielt, sind die Psycho-Onkologen, okay, die wir ja hier im Team auch haben, auch auf der Palliativstation. Und da ist der Weg ein ganz kurzer, weil oft gibt es einfach Situationen, wo wir jetzt zum Beispiel dazukommen, Aufklärungsgespräche oder. Und man merkt einfach, der Patient hinkt dann noch hinterher, ja, oder dem geht es jetzt nicht gut. Und unsere Psycho-Onkologen haben ja einfach das Händchen dafür, die Patienten dann in der Situation auch unterstützen zu können. Von daher ist das auch ein ganz großer Faktor in unserer Arbeit. Okay. Und wer gehört alles zum Team des Konsildienstes? Also wir sind ein multiprofessionelles Team. Wir haben Palliativmedizinerinnen bei uns im Team. Wir haben Fachpflegekräfte für Palliativmedizin, Onkologie, Schmerztherapie bei uns im Team und zwei Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes direkt bei uns angegliedert sind und eine Sekretärin. Okay, gut. Und jetzt vielleicht noch genauer zu der Betreuung und Behandlung der Patienten. Was gehört da jetzt allgemein noch dazu, außer jetzt vielleicht so der Beratung? Also was wir machen, ja, habe ich eben schon gesagt, immer so eine generelle Abfrage aller Symptome und Fragen explizit. Ne? Also am Anfang steht natürlich immer die Frage, wie geht es Ihnen? So ganz offen. Und dann fragen wir gezielt nach Luftnot, nach Schmerzen, nach Übelkeit, Erbrechen. Der Appetit spielt eine Rolle, der Gewichtsverlust, Stuhlgang ist auch immer eine wichtige Frage. Und was wir auch immer gezielt nachfragen, ist Angst und innere Unruhe, ne? Weil das uns auch nochmal anzeigt, wie belastet sind die Patienten. Ja. Und was uns halt häufig begegnet, sind Schmerzen, ne? Weil gerade bei Tumorpatienten, je nachdem auch wie der Tumor gestreut hat, also die Krebserkrankung gestreut hat. Und da können wir oft gute Hilfestellung geben und dann kommt es immer so ein bisschen auf die Patienten an, ob wir jetzt mit Tabletten zum Beispiel beginnen, mit welcher Art von Tabletten wir beginnen. Da ist das Behandlungsspektrum ja sehr breit und da kann man auch die fallführende Abteilung immer ganz, ganz gut unterstützen, weil gerade eine Behandlung mit Morphinpräparaten,
Das ist halt was sehr Spezielles. Das begegnet einem nicht immer so häufig. Auch im Medizinstudium zum Beispiel ist das nicht das Erste, was man jetzt lernt. Ja. Und das ist aber was ganz Wichtiges für die Lebensqualität der Patienten. Und gerade Schmerz muss man sehr differenziert betrachten. Also wir machen auch eine gezielte Schmerzanamnese, weil die Medikamente auch eingesetzt werden je nach Schmerzqualität. Mhm. Sind die Schmerzen eher dumpf im Bauchraum? Sind es Schmerzen, die durch die Wirbelsäule entstehen, also durch Metastasen in der Wirbelsäule, dann sind die eher stechend, blitzartig und dann gibt man halt andere Medikamente. Okay. Ne? Und das besprechen wir dann mit der fallführenden Abteilung. Und also wir ordnen die jetzt nicht persönlich an, aber in der Regel wird es das umgesetzt, was wir empfehlen. Okay. Und das Gleiche gilt im Prinzip für Symptome zum Beispiel wie Luftnot. Ja? Auch da kann man sehr gut mit Morphinen arbeiten. Das ist halt immer sehr wichtig, weil wenn man die Morphintherapie beginnt, muss man natürlich auch die Patienten aufklären. Ja. Ja? Welches Medikament nehme ich und was hat es für Nebenwirkungen? Mhm. Ich habe eben schon angesprochen, die Stuhlregulation fällt da zum Beispiel mit rein. Morphine können zur Verstopfung führen. Das ist immer ganz wichtig. Dann gehört auch dazu, dass man am Anfang Übelkeit haben kann. Und wenn man die Patienten nicht aufklärt über diese Nebenwirkungen, dann brechen die Behandlung oft ab. Okay. Na, das ist so die Erfahrung, dass man dann sagt, oh nee, das Medikament, da habe ich jetzt Übelkeit von bekommen, ich habe gebrochen, das nehme ich nicht mehr. Ja, es funktioniert nicht so gut, ich will das nicht. Ich will das ja, nicht mehr, okay. Genau. Und da gibt es aber halt so kleine Tricks, dass man dann halt direkt was dazu gibt, was die Übelkeit unterbricht, damit die gar nicht erst entsteht. Und das sind so die Feinheiten auch einfach von so Morphintherapien, die aber ganz wichtig sind für die Lebensqualität der Patienten und dass die Patienten die Behandlung auch fortführen. Ja, ne? Durch den richtigen Einsatz dann die Verbesserung der Lebensqualität. Genau, und dann auch die Verbesserung erfahren und sie dann halt auch zu Hause weiternehmen. Weil okay. Wichtig ist, dass man sie halt regelmäßig nimmt. Mhm. Ne? Das sind ja Präparate, die in der Regel über 12 Stunden wirken, wenn man jetzt zum Beispiel Tabletten nimmt. Es gibt auch Pflaster. Die muss man halt morgens und abends wirklich regelmäßig nehmen. Okay. Also es ist schon ein kompaktes Aufklärungsgespräch, wenn wir mit Morphinen beginnen. Ja, das stimmt. Ne? Und vor allem die Ängste der Patienten nehmen. Mhm. Ne? Weil, also Morphine sind leider immer noch sehr negativ belastet. Ja. Und viele Patienten haben Angst. Ja. Ne? Ja. Bekomme ich jetzt Morphin, ist es schon soweit. Mhm. Genau. Und da ist ein großer Ansatz und ganz viel Gesprächsbedarf, das nochmal genau aufzuklären. Zu versuchen, dass die Patienten sich darauf einlassen, das Vertrauen gewinnen, ja. Um diese Therapie fortzuführen. In den meisten Fällen ist es wirklich so, dass die Patienten sehr gut eingestellt nach Hause gehen können. Mhm. Mhm. Genau. Und das Schöne ist, dass wir halt auch uns die Zeit nehmen können. Ne? Also ich kann ja auch verstehen, dass wenn man jetzt als Stationsarzt betreut, man sehr viel mehr Patienten als wir im Palliativdienst. Mhm. Ne? Und dann ist es einfach so, dass Zeitfaktor eine große Rolle spielt, ne? Weil man ja alle Patienten betreuen muss. Ja? Man muss von allen die Laborwerte sich durchgucken, die Befunde durchgucken und wir haben halt einfach mehr Zeit. Wir haben die Zeit, uns auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zum Patienten zu setzen und über so diese Dinge zu reden, egal ob es jetzt Morphintherapie ist, die Belastung zu Hause, die Sorgen, die sie sich machen und das ist das Schöne an der Arbeit. Ja? Und aber auch das Wichtige, ja. Weil nur dann gelingt es uns ja, das Vertrauen der Patienten zu bekommen. Denn nicht selten ist es so, wenn wir ins Zimmer kommen, dann stellen wir uns natürlich vor, wir sagen, wer wir sind und warum wir kommen. Und manchmal passiert es halt, dass wir als angemeldet werden, also uns wird ein Patient angemeldet, aber dann hatte vielleicht der Stationsarzt oder die Stationsärzte noch nicht die Zeit, das dem Patienten zu erklären. Okay. Und dann sind das natürlich manchmal schwierige Situationen, weil dann palliativ, ne, und kurzer Schock und dann haben wir aber die Zeit, uns zu setzen, mal ganz in Ruhe zu erklären, wer wir sind und was wir tun. Okay. Ne? Und das ist eigentlich so mit das Schöne an der Arbeit. Meistens merken die Patienten recht schnell, dass wir gar nichts Böses vorhaben und eigentlich nur gut unterstützend zur Seite stehen wollen. Ja, das ist schön. Und wenn Sie jetzt sagen, dass es nicht so viele Patienten sind, wie viele
Patienten gehören ungefähr dazu immer so? Oder ist das komplett unterschiedlich? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Okay. Also das ist, wir werden ja nach Bedarf angefragt. Ja. Ne? Also durchschnittlich würde ich sagen, sind es ungefähr 10. Mhm. Und es gibt aber auch Phasen, wo es mal 15 Aha. als laufende Konsile, also mhm. die wir stetig mitbetreuen. Okay. Und die Erstkonsile, die sind halt total unterschiedlich. Das kommt auch darauf an, wann ist Tumorboard, wann ist die Onkobesprechung. Da nehmen wir auch teil, einfach um da zu sein und vielleicht zu sagen, vielleicht hätte der ein Erstberatungsgespräch oder sowas. Ja. Und das variiert dann völlig. Okay. Das kann man leider gar nicht so genau. Deshalb ist gut, das mal zu klären. So. Mhm. Ja. Genau. Jetzt kurz Tumorboard, was ist das? Vielleicht für die Hörer. Tumorboard ist eine Konferenz quasi, es nennt sich Tumorkonferenz. Aha. Da sitzen alle verschiedenen Fachabteilungen, Onkologen, Chirurgen, Radiologen, Strahlentherapeuten, Palliativmedizin, alle Fachabteilungen. Ja. Und dann werden die Patienten einzeln besprochen, wo stehen wir, was können wir für Therapiemöglichkeiten anbieten. Aha. Also der wird nochmal ganz genau begutachtet, der Fall, gegebenenfalls auch Röntgenaufnahmen gezeigt, sodass sich jeder ein Bild machen kann. Aha. Von dem Patienten und jeder anbieten kann, das und das könnten wir machen. Ja. Und das wird dann anschließend von der fachführenden Abteilung mit dem Patienten und den Angehörigen besprochen. Okay, gut. Genau, also die Tumorkonferenzen finden sogar an zwei Tagen statt, nämlich an immer Dienstags und Mittwochs, je nach Fachabteilung. Ne? Also die werden gerade so, es gibt dann zum Beispiel die Hals-Nasen-Ohren-Klinik hat eins, die Pulmonologie, die Gynäkologie, also jede Fachabteilung spricht ihre Patienten halt durch. Okay. Und dadurch entsteht halt auch ein sehr großer Bedarf innerhalb der Klinik an unserem Palliativdienst. Ne? Weil wir haben ja das onkologische Zentrum mit der Onkologie als eigenständige Abteilung. Wir haben aber auch viele operative Abteilungen, die Tumorchirurgie durchführen, sei es die Gynäkologie, die HNO, die Chirurgie. Ne? Und dadurch entsteht halt auch ein sehr großer Bedarf einfach auch für den Palliativdienst oder an Palliativdienst. Medizin. Okay. Ne? Und es freut uns halt sehr, dass wir unseren Palliativdienst ausbauen dürfen. Ne? Also wir haben mehr Personal bekommen, wir sind aufgestockt worden, Ärzte wie Pflegekräfte. Und dadurch können wir hoffentlich den Bedarf, den es gibt, auch gerecht werden. Okay. Ja? Dass wir wirklich alle Patienten gut betreuen können. Und das freut uns, also da freuen wir uns sehr. Wir bekommen jetzt im Mai eine neue Kollegin in der Pflege dazu, haben auch eine zweite Ärztin im Team. Das ist schon mal sehr gut, um sich besser absprechen zu können, wer geht zu welchen Patienten und auch die Patienten besser betreuen zu können. Ja, das ist schon eine tolle Sache, also dass da auch die Wertschätzung da ist für den Dienst und der Bedarf ist halt auch wirklich groß. Ja. Und ich denke, es ist für die Patienten halt auch einfach eine bessere Qualität. Ja. Zu wissen, was passiert, welche Möglichkeiten habe ich. Und bei so einem Erstberatungsgespräch geht es ja einfach nur darum, wir sind da, sie können sich an uns wenden, die und die Möglichkeiten gibt es ambulant. Sie sind nicht allein. Genau, wir sind für Sie da. Genau. Ja. Und das ist auch oftmals gar nicht so zu unterschätzen, weil wenn die Patienten dann nochmal kommen und sie haben dann Symptome, sei es Luftnot oder Schmerzen, dann haben sie uns schon mal gesehen. Dann ist auch die Angst niedriger. Dann ist nicht so, oh Gott, jetzt habe ich Luftnot und jetzt kommt die Palliativ, sondern die kennen uns schon mal. Oftmals, sie erinnern sich dann auch an uns. Ah ja, sie waren ja da, letztes Mal schon da und wir hatten ja so ein nettes Gespräch. Genau. Dann ist die Schwelle oder das Vertrauen ist einfach schneller da. Ja, es ist nicht, wer ist denn jetzt das? Ja, genau. Kenne ich nicht. Genau, und wenn man dann gerade in einer akuten Schmerzsituation ist und dann kommt jemand völlig Fremdes und macht dann auch noch irgendwie ein langes Gespräch, das geht ja dann oftmals gar nicht. Ja. Sondern dann ist erstmal akut eine Schmerztherapie gefragt. Da ist dann oft auch wirklich kein längeres Gespräch möglich. Und wenn man die Patienten dann vorher schon gesehen hat und einfach mal so eine Erstberatung gemacht hat, ist vieles leichter. Schön. Gut,
Dann vielen Dank für das tolle Gespräch und ich glaube, wir haben auch vielen mal erklären können, was der Konzildienst jetzt überhaupt ist. Ja. Deshalb danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Bis bald. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.